Ja, herzlich willkommen hier im Teutoburger Wald. Wir sind hier in Borkershausen auf der Johannesegge. Hier hinter mir eine Gaststätte, natürlich geschlossen. Und hier vor mir der Luisenturm. Hier unten hat man ja keinerlei Aussicht und hat überhaupt keine Ahnung, wo wir hier eigentlich sind. Aber ich glaube, wenn wir hochgehen, dann sieht es anders aus. Der Teutoburger Wald ist ja ungefähr 100 Kilometer lang. Oft so 450 Meter hoch. Und der Turm, auf dem wir gerade sind, oder auf den wir steigen, ist der Luisenturm, der ist 16 Meter hoch. Und da wollen wir doch mal gucken, was so ein kleiner Weg von 16 Metern mit unserer Aussicht macht. Ja, und nun herzlich willkommen hier oben auf dem Luisenturm mit einer wunderschönen Aussicht. Wenn man hier weiter guckt, sieht man den Teutoburger Wald bis hinten Hornbad Meinberg. In die andere Richtung geht auch der Teutoburger Wald. Wenn man darüber guckt, guckt man ins Eggegebirge und hinten zur Porta Westfalica und hier rüber ins Münsterland. Man hat einen wunderschönen Ausblick und es ist Abend. Es ist ganz still. Wir wollten heute einen kleinen Film machen zum Thema Der Mond ist aufgegangen. Nicht zu den ersten zwei Strophen, sondern zu der dritten. Die heißt, seht ihr den Mond dort stehen? Nun ist es uns nicht gelungen, den Mond hier an den Himmel zu kriegen. Der macht immer noch, was er will. Es ist nämlich zurzeit Neumond. Und am 23. August, dann wird der Mond genau als Halbmond stehen. Aber wir beschäftigen uns schon so ein bisschen mit diesem Thema. Und als Einstieg sage ich einfach mal die ersten zwei Strophen dieses schönen Abendliedes von Matthias Claudius. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget. Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold wie eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Und dann kommt die Strophe, um die es uns geht. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir sehen, jedenfalls dann am 23. August, den halben Mond. Und wer ihn noch nicht mehr gesehen hat, der sagt, ja, der Mond ist halb. Aber er ist ja rund und schön, wie Matthias Claudius sagt. Dass wir ihn halb sehen, liegt einfach an der Sonne, wie sie ihn bescheint. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Matthias Claudius hat im 18. Jahrhundert gelebt, in der Zeit der Aufklärung. Und die Menschen waren glücklich, jedenfalls die an den Universitäten, dass sie auf einmal was Neues entdeckt haben, nämlich die Vernunft. Und man muss nicht mehr einfach alles glauben und alles Unheimliche ist irgendwie bedrohlich, sondern man kann darüber nachdenken und man kann gucken, ob das wirklich so ist, wie es immer gesagt wurde. Und da fühlt man sich einfach ein bisschen sicherer in dieser Welt. Also praktisch, als wenn man unten aus diesem dunklen Wald rauskommt, wie wir das eben gemacht haben und jetzt hier oben steht und einfach den Überblick hat. Und das haben die Leute genossen. Und dann haben sie gesagt, okay, und diese Vernunft, die entscheidet jetzt auch, was richtig ist und was falsch ist. Und zwar sagt sie, wenn etwas beweisbar ist, dann ist es wirklich und wenn nicht, ist es halt nicht wirklich. Oder wenn etwas wiederholbar ist, ist es wirklich und sonst eben nicht. Ich habe zu Hause noch früher einen Kommentar gehabt. Da hat jemand die Bibel, Texte des Neuen Testamentes ausgelegt und immer wenn ein Wunder kam, hat er das einfach nur abgedruckt, ohne irgendwelche Auslegung, weil er gesagt hat, das ist eh nicht echt. Ist ja nicht passiert, also brauche ich da nichts zu sagen. Und in dieser Zeit hat man dann auch angefangen, über Gott nochmal neu nachzudenken. Ist er eigentlich beweisbar? Oder
kann man dafür sorgen, dass wir ihn erkennen können? Haben wir ihn im Griff? Und man hat gesagt, nein, das kann man nicht. Ja, wenn es nicht beweisbar ist, dann ist es halt nicht wirklich. So sind wohl manche Sachen, sagt Matthias Claudius, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und da haben die Leute halt über den Glauben gelacht und waren stolz auf ihren Atheismus, wobei in Klammern, den kann man dummerweise auch nicht beweisen. Also bestenfalls bleibt man irgendwo offen und sagt, ich weiß es nicht, aber Atheismus ist genauso ein Glaube wie christlicher Glaube, nur eben ein bisschen was anderes. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und es gibt viele Dinge, mit denen wir so seltsam umgehen, als ob wir Bescheid wüssten. Auch zum Beispiel, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Da gibt es die einen, die sind direkt und klar und überhaupt nicht schüchtern. Und wenn die was wollen, dann sagen die das. Und dann gibt es die anderen, die sind vorsichtiger und die gucken sich das erstmal in Ruhe an und die lassen sich nicht so schnell auf was Neues ein und die brauchen ihre Zeit. Ja, und wenn die beiden sich treffen, dann kommen sofort die Vorwürfe. Warum musst du immer so laut sein und warum musst du immer so direkt sein? Kannst du nicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen? Und der andere schlägt dann zurück. Ja, und du könntest ja mal deine Meinung sagen. Und was die beiden nicht merken ist, dass wir Menschen wirklich unterschiedlich sind und dass man mal fragen müsste, warum bist du so und warum verhältst du dich so? Und der andere könnte es auch erklären und auf einmal hätte man einen neuen Zugang zu dem anderen Menschen. Dann kann man halt nicht mehr so schnell sein. Dann braucht man ein bisschen Geduld und dann stellt man Fragen und dann kommt man der Wahrheit näher, als wenn man immer so seine Vorurteile hat. Oder manchmal denke ich, in der Politik ist es auch so. Zurzeit haben wir ja das dankbare Thema Corona. Am einfachsten ist es ja zurzeit für die, die keine Entscheidungen treffen müssen. Die wissen immer genau, was man machen muss, weil man ja nicht in der Gefahr steht, es ausprobieren zu müssen. Die anderen haben es viel schwerer, die Entscheidungen treffen müssen. Und wir lernen ja diese Krankheit erst langsam kennen. Und von daher dauert das eine Weile, bis man wirklich weiß, welches der richtige Weg ist. Und die einen machen es den anderen zum Vorwurf und auch umgekehrt. Statt mal hinzuhören, nachzudenken und zu gucken, was ist denn jetzt wirklich dran und welches ist das beste Verhalten. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen oder manchmal vielleicht auch lieber beweinen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ja, und dann kommt die vierte Strophe. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Wir stolzen Menschenkinder. Stolz, das heißt ja, ich kenne mich aus. Ich brauche keine Erklärungen. Du musst mir nicht sagen, was du denkst. Ich weiß schon Bescheid. Stolz ist fast das, was so ganz am Anfang der Bibel steht. Wir wollen sein wie Gott. Ich habe den Überblick. Und Matthias Claudius sagt, wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder. Und das ist nicht ein böses Urteil. Das heißt nicht, du bist ein sündiger Mensch und du bist böse und du machst alles Mögliche Schlimme, sondern das heißt, es ist manchmal ein Elend mit uns. Wir haben so wenig den Überblick. Wir wissen oft überhaupt nicht Bescheid und wir tun so, als ob wir alles fest im Griff hatten. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Und das ist, glaube ich, so. Wir wissen so wenig über uns selber. Wir wissen so wenig über unsere Kinder, über unseren Ehepartner, was wirklich in ihm vorgeht. Geschweige denn über Menschen, mit denen wir längst nicht so nah zusammen sind. Und trotzdem urteilen wir und trotzdem finden wir ganz schnell oft Ergebnisse. Matthias Claudius sagt, es wäre schön, wenn wir ein bisschen demütiger würden, ein bisschen mehr Fragen stellen statt Antworten geben, ein bisschen mehr zuhören statt immer schon gleich Bescheid wissen, bevor ich überhaupt verstanden habe, was der andere sagen will. Wir wissen gar nicht viel. Das ist ja eine Erkenntnis, die Menschen haben, die sich intensiv mit anderen Dingen beschäftigen und die plötzlich merken, je mehr Antworten ich kriege, umso mehr neue Fragen entstehen.
Wir wissen gar nicht viel. Matthias Claudius hat mal gesagt, wenn jemand so breitbeinig dasteht und so tut, als ob er alles fest im Griff hat, geh weg und hab Mitleid mit ihm. Wir sind nicht groß. Und ich glaube, es ist so. Wir sind nicht groß. Wir sind bedürftig. Wir sind auf die anderen angewiesen. Wir brauchen andere, die mit uns Geduld haben. Wir sind auf Gott angewiesen. Wir sind auf Vergebung angewiesen. Auf so viel anderes. Und das macht uns nicht schlecht, aber das zeigt, wer wir wirklich sind. Und dann kommt der zweite Teil. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Als ich mich hier darauf vorbereitet habe, da habe ich noch mal gelesen über diesen Luisenturm. Da gibt es eine schöne Geschichte. 1938 sind tatsächlich 500 Leute aus Bielefeld in einem Sonderzug hier nach Borkholzhausen Bahnhof gekommen, sind hier auf diesen Luisenturm, also zum Turm gekommen und dann so viele hochgestiegen, dass der obere Teil dieses Turmes so halb abgebrochen ist. Es ist zum Glück keinem was passiert. Da habe ich gedacht, echt, das ist, wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste. Da kommt man von Bielefeld und sorgt dafür, dass hier ein Turm zusammenbricht. Der Turm war einfach überfordert. Und ich glaube, so ist es bei vielem. Und wenn man hier mal weiterguckt, an mir vorbei und sieht hinten den Teutoburger Wald, dann sieht das wunderbar aus und man sagt, wie schön, dass es so viele Wälder gibt. Und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, da sind so viele vertrocknete Bäume in diesem Wald und so viele Fichten, die überhaupt nicht mehr wachsen. Und dann fragt man sich, haben wir vielleicht auch die Natur überfordert? Haben wir keine Rücksicht genommen auf die Schöpfung Gottes und haben gedacht, wir sind Herren dieser Schöpfung, statt heute wahrzunehmen, wir sind ein Teil dieser Schöpfung. Und wir können nicht einfach reisen, so viel wir wollen, und Industrie haben, so viel wir wollen, und Aktionen machen, so viel wir wollen, sondern wir müssen gucken, dass wir unseren Planeten bewahren und dass wir ein Teil dieses Planeten sind und auch ein Stück verantwortlich. Nicht Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und als ich das vorbereitet habe, da saß ich mit einem jungen Mann zusammen, da hat er gesagt, ja, heute heißen die vielen Künste ja Instagram und Facebook und WhatsApp und Twitter. Und man lebt ja gar nicht mehr mit Menschen zusammen, sondern man lebt ja in einer Scheinwelt, wo man die besten Bilder postet und wo man sich darstellen kann und wo das Echte im eigenen Leben oft fehlt. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und das heißt ja, verpassen das Leben, gehen an dem vorbei, wozu wir eigentlich da sind. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, heute Abend sollen wir gar nichts machen. Wir sollen das einfach mal wahrnehmen. So sind wir wahrscheinlich wirklich an vielen Stellen. Stolze Menschenkinder, eitel, arme Sünder, wissen gar nicht viel, spinnen Luftgespinste, suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Wir wissen gar nicht viel. Wir sind nicht groß. Wir kommen weiter von dem Ziel. Einfach mal heute an diesem Tag drüber nachdenken. Wo entdecke ich das auch bei mir? Und ich möchte schließen, indem ich nochmal diese zwei Strophen sage, über die wir heute nachgedacht haben. Und dann eine dritte Strophe. Und über die werden wir dann später mal nachdenken. Wann, weiß ich auch noch nicht. Mir fehlt nämlich der Überblick, wann das nächste YouTube-Filmchen kommt, wo wir dann wieder dran sind. Aber dann werden wir über diese nächste Strophe sprechen und mal gucken, wie sich Matthias Claudius das vorstellt, dass wir nicht am Ziel vorbeigehen. Also nochmal die drei Strophen. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste
und kommen weiter von dem Ziel. Und jetzt die nächste Strophe, über die wir dann das nächste Mal nachdenken. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein.